Loris Karius und Diletta Leotta schließen den Bund der Ehe. Anfang 2023 geben der Fußballer und die Sportmoderatorin bekannt, dass sie ein Paar sind. Wenige Monate später erblickt ihre gemeinsame Tochter Aria das Licht der Welt. Nun haben die Tote Tauben den nächsten Grund zur Freude. Loris und Diletta dürfen sich offiziell Mann und Frau nennen. Das verkündet die frischgebackene Ehefrau stolz im Netz. Alles, was ich jemals wollte. Dazu teilt sie ein paar Schnappschüsse von der Zeremonie. Auf einem Foto stehen sich Loris und Diletta umgeben von zahlreichen Blumen gegenüber und küssen sich. Die Fans der beiden können sich bestimmt auf weitere Einblicke in die Traumhochzeit freuen.